Hey und willkommen zu einem neuen Chips-Tüten-Unboxing. So Leute, heute habe ich nicht viel Zeit. Darum würde ich sagen, schneid mir sofort die Tüte auf. Ja, die Tüte, nicht mich. So. Das ist ein sehr störriger Karton. So. Gut. Und irgendwie weiß das ich immer noch. Gut. Ah, was haben wir diesmal drin? Oh, sie versteckt sich in der Ecke. Könnt ihr sie sehen? Da ist sie. Was ist es? Natural Worlds. Fein gesalzt, leicht, 30% weniger Fett. Was? 30% weniger Fett? Ich wollte eigentlich mit 30% mehr Fett. Also hat die Tüte hier schon mal keine Geschmacksträger drin, ne? Ja, einer an. Der ist sogar weniger drin. Statt 110 Gramm sind hier nur 95 Gramm drin. Das erklärt auch die 30% weniger Fett. Okay. Ich würde sagen, also, weh, wenn das Salz da auch so grobkörnig ist wie hier, ne? Machen wir die Tüte auf. Oh. Das sieht nett aus. Das sieht aus wie ein ganz normaler Chip. Schlechter Chip. Naja, gucken wir mal. Ja, was soll ich sagen dazu? Geschmack. Ja, ist zwar leicht gesalzt, also die ganzen anderen Sorten sind eindeutig stärker gesalzt als diese Sorte. Aber sonst ist da auch kein Geschmack drin. Weniger Fett, gut, das schmeckt man vielleicht auch noch raus. Bringt aber nur so viel, dass es halt noch weniger schmeckt. Es ist irgendwie fast schon der neutralste Chip, den ich je gegessen habe. Bis auf die leichte Salznote hat er keinen Geschmack. Das ist wie wenn man sich so billige Ja-Chips kaufen würde. Man sieht auch, dieser Chip ist rein blank und weiß, das ist nur Kartoffel. Mit einer Prise Salz.